Jonathan, was machst du da? Wo bist du denn? Wir wollten noch ein Video über Zeitreisen machen. Beam dich mal her. Ach, da bist du ja schon. Wo warst du denn? Tja, ich komme gerade frisch aus dem Mittelalter. Aha, was haben sie denn da gemacht? Ich hab in der Nonne geschlafen. Ich hoffe, es hat sich gelohnt. Hallo und willkommen bei den Matrixern mit Shiva und Jonathan. Unser heutiges Thema sind Zeitreisen. Ganz besonders spannend. Oh ja, Zeitreisen. Richtig. Genau, fangen wir doch mal an, oder? Würde ich sagen. Ja. Mit dem Zeitparadoxon, oder wollen wir erstmal erklären, was ist überhaupt Zeit? Zeit. Die ja. Zeit. Also in der spirituellen Szene weiß man ja, Zeit ist Illusion. Aber was bedeutet das überhaupt? Tja, Zeit, so wie wir sie kennen, ist linear. Und nur wir als Persönlichkeit können die Zeit so wahrnehmen als Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Solange wir eine Persönlichkeit haben, leben wir in der linearen Zeit. Wenn wir das irgendwann überwinden, dann nicht mehr. So sieht's aus. Das bedeutet also, der normale Mensch mit seiner normalen Alltagswahrnehmung nimmt die Zeit in zwei Richtungen wahr. Er schaut nach vorn in die Zukunft und nach hinten in die Vergangenheit. Das Ego guckt gerne nach vorn oder nach hinten. Ist nur nie im Jetzt. Ich weiß das. Ja. Aus persönlicher Erfahrung. Und je jünger man ist, desto mehr schaut man in die Zukunft und desto weniger in die Vergangenheit. Und je älter man ist, desto weniger schaut man in die Zukunft und desto mehr in die Vergangenheit. Das ist auch einer der Gründe, warum alte Menschen sehr stark dazu neigen, viel von ihrer Vergangenheit zu erzählen. Genau, weil sie praktisch ihr Leben verpasst haben und denken, ach, hätte ich es doch mal anders gemacht und jetzt ist meine Zeit vorbei. Ich gehe auf den Tod zu. Es ist ihnen vielleicht nicht ganz bewusst, aber unterbewusst merken sie, oh, ich gehe bald Sterbi machen und deswegen hängt es gerne in der Vergangenheit rum, weil die Zukunft bietet ihnen ja nichts mehr. Die Zukunft ist für sie ja der Tod und deswegen sind sie immer in der Vergangenheit. Ja, das lag wohl daran, ja, sehe ich auch so. Und wir haben aber heute das Thema Zeitreisen. Genau. Das heißt, es geht natürlich auch um das Reisen in die Zukunft oder um die Reisen in die Vergangenheit, aber wir möchten euch auch nahelegen, dass es auch Seitwärtsbewegungen auf der Zeitachse gibt. Nämlich in alternative Realitäten, die neben uns existieren. Richtig, das heißt also, ich kann von hier aus, wo ich jetzt sitze, in die Zukunft schauen und in die Vergangenheit schauen, aber die meisten haben Probleme damit, auch seitwärts in die Zeit zu schauen, nämlich in die alternativen Realitäten. Genau. Die alternativen Realitäten sind also die Realitäten, für die wir uns nicht entschieden haben. Beispielsweise habt ihr vielleicht überlegt, in eine neue Wohnung zu ziehen oder in der alten Wohnung zu bleiben. Und somit habt ihr nämlich eine Gabelung kreiert in dem Moment. Das bedeutet, die Realität, in der ihr in der alten Wohnung geblieben seid und die Realität, in der ihr in die neue Wohnung umzieht, existieren parallel zueinander. Unabhängig davon, für welche Realität man sich entscheidet. Und so könnt ihr euch vorstellen, wenn man jetzt mal so sein ganzes Leben durchgeht, an welchen Punkten im Leben man vor einer Entscheidung stand, beruflicher oder privater Natur, wie viele alternative Realitäten da wohl entstanden sein mögen. Fängt ja schon im Kindergarten an. Mal ich dies Bild und mal ich jetzt. Ja, aber stimmt ja. Ne? Was will man werden in der Zukunft? Möchte man Krankenschwester werden oder Kindergärtner oder Lokomotivführer oder Stewardess oder Arzt? Genau. Studiert man jetzt Psychologie oder Astrophysik oder
Pädagogik oder Jura. Eines meiner Söhne arbeitet als Tierärztin. Ich selbst wollte nie Tierarzt werden. Nein? Nein. Dann musst du es aber irgendwann mal gewollt haben. Nein. Sicher? Ganz sicher. Ich habe Tiere lieb, aber deswegen will ich es ja nicht verarzten. Und ja, also es gibt also viele alternative Realitäten, die parallel zu der Alltagsrealität ablaufen, in der wir uns befinden. Und ja, dazu kann man vielleicht mal eine Grafik einblenden. Ich habe da noch eine Grafik für euch. Da sieht man also, es gibt eine Realität, in der man geheiratet hat. In einer Realität hat man halt nicht geheiratet. Und in der anderen Realität hat man Kinder und in der anderen keine Kinder. In der einen Realität stirbt man mit 80, in der anderen Realität stirbt man mit 90. Also diese ganzen parallelen Realitäten existieren und in höheren Bewusstseinszuständen kann man auch lernen, die wahrzunehmen. Genau, und zur Erinnerung, in Träumen seid ihr immer an alternative Realitäten selbst angeschlossen und könnt natürlich dann so auch die Realitäten sehen und wahrnehmen. So ist es, nämlich die Realitäten wahrnehmen, für die man sich nicht entschieden hat. Genau. Der Lokomotivführer, was ist aus ihm geworden? Oder die Krankenschwester, was ist aus ihr geworden? Und da kann man eben in den Träumen oft nachschauen, was aus diesen Realitäten geworden ist, wie die selbst sich in dieser anderen alternativen Realität entwickelt haben. Da bleibt natürlich die Frage, wer war das Ursprung selbst? Das stimmt. Die Frage bleibt erstmal im Raum stehen. Denn heute geht es um Zeitreisen. Genau. Das Zeitparadoxon, das vielleicht viele von euch kennen, ist wie folgt erklärt. Genau, wenn du eine Zeitmaschine baust und in die Vergangenheit reist und in der Vergangenheit deine Eltern daran hinderst, sich kennenzulernen, existierst du dann in der Zukunft noch? Darauf gibt es eine spannende Antwort. Richtig, und zwar, wenn du in die Vergangenheit reist und deine Eltern lernen sich nicht kennen, weil du dafür gesorgt hast mit deiner Zeitmaschine, dann kannst du ja gar nicht die Zeitmaschine gebaut haben, oder? Doch hast du es. Und die Antwort? Ja, die Antwort ist halt alternative Realitäten. Tada. Das heißt, es gibt eine Realität, in der du eine Zeitmaschine gebaut hast und eine Realität, in der du keine Zeitmaschine gebaut hast. Es gibt eine Realität, in der sich deine Eltern kennengelernt haben und eine Realität, in der sie aneinander vorbeigelaufen sind. Wenn also die Shiva in die Vergangenheit reist und sorgt dafür, dass ihre Eltern sich nicht kennenlernen, betritt sie eben die Realität, in der die Eltern sich auch gar nicht kennengelernt haben. Und dennoch existiere ich weiter. Weil in einer anderen Realität haben sie sich ja kennengelernt und da bin ich. Und das löst das Zeitparadoxon eben auf. Ein Zeitparadoxon kann nur unter Berücksichtigung alternativer Realitäten aufgelöst werden. Das bedeutet aber auch, es ist möglich, eine Zeitmaschine zu bauen. Ja. Weil viele Wissenschaftler sagen ja auch, aufgrund des Zeitparadoxons kann man gar keine Zeitmaschine bauen. Du siehst heute so viktorianisch aus. Ja, ich weiß auch nicht, wie das kommt. Wo bist du denn gewesen? Also ich war im Mittelalter. Ja, ich sehe schon. Mittelalter. Mhm. Und du? Ja, ich war im alten England. Im alten England? Was hast du denn da wieder getrieben? Ich habe ein bisschen das alte Leben besucht. Ja. Ja, du hast vergessen, dich umzuziehen, oder? Ja. Ich weiß nicht, wir hatten hier einen Termin und ich dachte, ich muss mich jetzt beeilen, deswegen nehme ich das jetzt, das ist ja auch nicht so wichtig. Und deswegen habe ich es anbehalten. Ach so, ja, weil dein Telefonanruf hat mich auch mitten rausgerissen. Ne? Ja. Du siehst ja, ich konnte mir jetzt auch kein Hemd anziehen oder so. Du konntest es nicht mal zubinden, ich sehe schon. Das ja. Die Nonne halt, ich verstehe schon. Die Nonne halt, ne? Naja, okay. Naja, dann sitzen wir hier also, du viktorianisch. Du mittelalterlich. Jahrhundertwende, ne? Mhm. Ich halt mittelalterlich, ja. Aber passt ja zum Thema Zeit. Passt, ja. Genau, und dann würde ich sagen, machen wir noch ein anderes Thema zum Thema Zeitreisen, weil du kannst auch mit deinem Bewusstsein in die Vergangenheit oder Zukunft gehen und reisen. Und wenn du das tust, wenn du in die Vergangenheit reist, kannst du damit natürlich dein Jetzt
ändern, indem du die Vergangenheit änderst. Das heißt, du fokussierst auf ein Ereignis in der Vergangenheit, Kindheit, irgendwas, was dir nicht so zugesagt hat. Du musst natürlich sehr stark darauf fokussieren und das wirklich wollen. Und damit kannst du natürlich die Vergangenheit ändern. Du kannst natürlich auch die Zukunft ändern oder ins Jetzt holen, indem du auf die Zukunft fokussierst und ein Ereignis, das in der Zukunft stattfinden soll, jetzt hereinholen. Genau, das mal kurz erklärt. Vielleicht möchtest du das ausführlicher machen. Also ich würde sagen, dass die ganzen vergangenen Erlebnisse, die man ja hatte, sind eigentlich nur, würde ich sagen, elektromagnetische Verknüpfungen im Gehirn. So ist es. Und im Gehirn selbst ist ja die elektromagnetische Verknüpfung jetzt ziemlich egal. Das bedeutet, man kann also mit Hilfe seiner Imaginationskraft tatsächlich sich vergangene Ereignisse vorstellen und immer wieder versuchen, dieses Ereignis sozusagen umzugestalten. So dass eben irgendwann die elektromagnetische Verknüpfung hergestellt wird, indem es dann so in der vergangenen Szene gewesen ist, wie man es doch lieber gehabt hätte. Und das wirkt sich natürlich auch auf dein Leben aus. Zum Beispiel, wenn du als Kind immer gehänselt wurdest oder geärgert und dir dann vorstellst, alle waren lieb und nett zu dir. Im Jetzt bist du vielleicht griesgrämig und auch gemein zu anderen, aber wenn du dir das immer wieder vorstellst und dass alle lieb und nett waren, dann ändert sich natürlich auch dein Jetzt-Persönlichkeit und du wirst vielleicht jetzt lieber und netter. Nur so ein ganz einfaches Beispiel, wie man sich das vorstellen kann. Ja, da kann man halt negative Erlebnisse aus der Vergangenheit irgendwie umprogrammieren. Weil, man darf nicht vergessen, wir sind Computer, unser Gehirn ist ein Computer und wir haben unsere Persönlichkeit, die auch nur ein Programm ist. Ja. Also das ist schon mal eine Möglichkeit. Klar, wenn jetzt jemand seine Beine verloren hat im Unfall, ist es schwierig. Nicht unmöglich, aber sehr, sehr schwierig für den alltagsbewussten Menschen hier. Weil man ja den Beweis der fehlenden Beine ständig vor Augen hat. Und da in die Vergangenheit zu reisen und sich vorzustellen, man wäre damals nicht ins Auto gestiegen und man hat seine Beine behalten, ist schwieriger, das hinzukriegen. Also man sollte vielleicht erstmal versuchen, das auf psychologischer Ebene anzuwenden. Vielleicht in Situationen, in denen zu starke Emotionen beteiligt waren oder die irgendwie negativ waren oder die einen belasten in der Gegenwart. Also da könnte man schon anfangen. Genau. Zeitreisen können auch in die Zukunft stattfinden, aber auch hier muss man erwähnen, dass es mehrere Zukünfte gibt. Ja. Man kann natürlich die Hellseher oder Medien, die sehen halt nicht die Medien. Ein Medium sieht natürlich eine Zukunft, aber das ist natürlich nur eine mögliche Zukunft. Ich nehme tatsächlich auch hin und wieder Zukünfte wahr, ein Flash, aber die müssen nicht so eintreten, auch wenn sie es bisher dann getan haben. Aber die waren immer persönlicher Natur, was, keine Ahnung, die Welt angeht. Wenn da ein Nostradamus sagt, sie wird 2012 untergehen, kann das wahrscheinlich für eine Welt zutreffen, für die daneben vielleicht nicht mehr. Stimmt, ja. Das heißt also, ein Hellseher hat recht mit dem, was er in der Zukunft sieht, aber eben nur innerhalb einer Realität, innerhalb einer Zukunft. Es gibt mehrere Zukünfte, die nebeneinander liegen. Man kann sich also vorstellen, man ist in der Mitte, ist die Gegenwart und die Vergangenheit streut sich wie so Strahlen in die Vergangenheit, alternative Möglichkeiten, alternative Vergangenheit und mit der Zukunft sieht es genauso aus. Ne? Ist also wie so ein strahlender Stern fast. Und das ist natürlich alles abhängig von jeder einzelnen Entscheidung, die man trifft. Mit jeder Entscheidung betrittst du eine Realität. Und die andere wird natürlich auch kreiert, weil du dich für das nicht entschieden hast. Eigentlich an jeder Kreuzung, an die man so im Leben kommt, mache ich jetzt das oder das? Das fängt an. Ja, so sieht's aus. So kann man sich das vorstellen. Und das liegt natürlich auch daran, dass alle Realitäten bereits existieren. Genau. Aufgrund der Gleichzeitigkeit. Genau, das haben wir noch nicht erwähnt. Ne? Ja, du hast das schon mal wahrgenommen, alle Realitäten gleichzeitig? Genau. Und wie war das für dich? Gegenwart, für die Zukunft, ist die ganze Ewigkeit in einem einzigen Moment, in dem Jetzt-Moment existieren.
Und das Jetzt, das ist wirklich dein Körper, den kannst du nicht in der vergangenen Sekunde wahrnehmen und auch nicht in der zukünftigen Sekunde. Du kannst ihn wirklich nur jetzt wahrnehmen. Alles, was existiert, ist jetzt. War sehr spannend. Habe ich jetzt zweimal gehabt und ja. Kann man machen. Kann man machen. Und das ist eben der Punkt, dass man sich das bewusst macht. Ne? Dass halt alle Realitäten schon immer existiert haben. Wir sind eben die, die wählen. Welchen Weg man verfolgt. Man geht ja meistens, oder man möchte eigentlich den Weg des wahren Selbstes gehen. Das hast du ja mal erlebt oder gesehen. Mhm. Und man versucht, in die Fußstapfen des wahren Selbstes zu gehen. Und mit jeder Entscheidung, die du triffst, triffst du eben die richtige Fußspur oder nicht. Ja, und da kann es natürlich einem schon vorkommen, eine Zeitreise. Mhm. Vor allen Dingen, wenn man jetzt sich vorstellt, dass auch Reinkarnationsleben, andere Leben in anderen Zeitepochen, wenn man die auch als alternative Realitäten betrachten will. Auch die finden jetzt statt. Auch jetzt bin ich aktuell im alten England und lebe da mein Leben. Ja, so kann man sich das vorstellen. Die Realitäten existieren also gleichzeitig. Die Frage ist nur, wo ist der Fokus? Die Aufmerksamkeit. Genau, und in Wirklichkeit sind wir ja nicht mal hier, sondern in einer ganz anderen Dimension und träumen uns hierher. Auch das existiert. Unser Zukunftsselbst haben wir auch wahrgenommen, existiert auch in etwa 300 Jahren. Alles ist gleichzeitig und das ist ziemlich strange. Ja, auf jeden Fall. Und noch ein weiteres zum Thema Zeitreisen. Es gibt natürlich auch Wesen, die Zeitreisen. Oh ja. Die tatsächlich...